Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute geht es um, das findest du gleich von allein heraus. Sieh dir die Fotos an, höre und beantworte die Fragen. Es gibt mehrere deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen, die ich richtig gut finde. Aber einer davon ist Daniel Brühl. Daniel Brühl ist ein deutsch-spanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Hörbuchsprecher und hat vor allem in den letzten Jahren großen internationalen Erfolg gehabt. Zum Beispiel in den Filmen Inglourious Basterds von Quentin Tarantino oder in The First Avenger Civil War. Aber er hat auch in vielen deutschen Produktionen mitgespielt. Zum Beispiel in Krabat. Krabat ist eines meiner Lieblingsbücher aus der Jugend. Es ist eine sorbische Sage und spielt in der Oberlausitz und das ist in der Nähe von meiner Heimatstadt. Stopp das Video und antworte. Jessica spricht von dem deutschen Schauspieler Daniel Brühl, denn sie ist ein großer Fan von ihm und seinem Schauspieltalent. Daniel Brühl ist einer ihrer Lieblingsschauspieler. Was meinst du? Von welchem Thema ist die Rede in unserem Video? Vermute. So schwer ist das ja nun auch nicht. Also, heute geht es um berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen, die wir mögen und bewundern. Dabei lernst du Vermutungen anstellen, deine Meinung äußern und begründen, einen guten Schauspieler oder eine gute Schauspielerin beschreiben, eine Biografie lesen, verstehen und Informationen zusammenfassen. Über deinen Lieblingsschauspieler oder deine Lieblingsschauspielerin berichten. Schauspieler oder Schauspielerin, das klingt nach einem Traumberuf. Welche belarussischen Schauspieler sind dir bekannt? Welche deutschen Schauspieler kennst du schon? Stopp das Video und sprich darüber. Schau dir die Fotos an. Welche dieser Schauspieler und Schauspielerinnen sind dir bekannt? Schau dir die Fotos an, stopp das Video und ordne zu. Weißt du, in welchen Filmen sie gespielt haben? Was kannst du über diese Personen sagen? Stopp das Video und erzähle. Im folgenden Text erzählt Denise über ihren Lieblingsschauspieler. Stopp das Video, lies ihre Meinung und mache die Aufgabe. Lies den Text wieder und sage, was hast du schon gewusst? Welche Informationen waren für dich neu? Was hat dich besonders überrascht?
Für viele Jugendliche ist der Beruf des Schauspielers ein Traumberuf. Worin siehst du die Gründe dafür? Stopp das Video und sage deine Meinung. Hast du schon einmal nachgedacht, Schauspieler oder Schauspielerin zu werden, auf der Bühne zu stehen oder auch in Kinofilmen mitzuspielen? Hast du schon mal nachgedacht, was noch alles zu diesem Beruf dazu gehört? Stopp das Video, lies die Kurzinformation und mache die Aufgabe. Jetzt einmal kurz prüfen. Du merkst schon, ein Schauspieler oder eine Schauspielerin muss so viel lernen und können. Wie geht das eigentlich? Wie kann ein guter Schauspieler oder eine gute Schauspielerin sein? Stopp das Video, sieh dir die Mindmap an und mache dann die Aufgabe. Kennst du diesen Schauspieler? Was weißt du schon über ihn? Vorhang auf, wir stellen vor. Arnold Schwarzenegger, der Mr. Universum und der stärkste Mann der Welt. Er ist einer der bekanntesten Persönlichkeiten der USA und einer der erfolgreichsten Action-Darsteller der Filmgeschichte. Weltbekannt wurde er aber durch seine Rolle des Terminators. Stopp das Video, lies den Text und mache die Aufgabe. Lass uns jetzt die Antworten vergleichen. Lies den Text über Arnold Schwarzenegger noch einmal und mache die Aufgabe. Nimm die Informationen in der Tabelle zu Hilfe und erzähle über Arnold Schwarzenegger. Und wer ist deine Lieblingsschauspielerin? Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Da bin ich mal gespannt. Wenn du keine oder keinen hast, wer ist eine besonders interessante oder erfolgreiche Schauspielerin oder ein besonders interessanter, erfolgreicher Schauspieler? Recherchiere im Internet oder in der Bibliothek zu deiner Schauspielerin oder deinem Schauspieler und mache dir Notizen zur Biografie dieser Person.
Beantworte dabei auch folgende Fragen und schreibe die Biografie zu deiner Schauspielerin oder deinem Schauspieler. Präsentiere die Biografie zu deiner Schauspielerin oder deinem Schauspieler. Wenn deine Mitschülerinnen und Mitschüler diese Person auch kennen, dann nenne bitte keinen Namen. Sage nur sie oder er. Die anderen sollen den Namen deiner Person erraten. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. So, schon wieder eine Stunde herum. Vielen Dank fürs Videoschauen und deine Mitarbeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.